Neues. So neu ist es nicht. Kann man schon seit 3 Monaten kaufen. Vollkommen unklar, oder fühlen sich die Patienten nicht gehalten? Herzlich willkommen auch im Namen des Veranstalters Telematik, der Zeitung Telematikmarkt und der Herausgeberin Katharina Kliszewski, auch hier anwesend. Und herzlich willkommen Ihnen allen hier im Kongresscenter in Leipzig. Zuständig auch für das Thema Telematik TV, das ist eine Plattform, die wir geschaffen haben in Kooperation mit Telematikmarkt, um das Thema, das wichtige Thema Telematik auch noch weiter ins Publikum oder in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Deswegen auch eine der vielen Kameras, die hier aufgebaut sind, ist von Telematik TV und wir werden da einen Beitrag hinter draus schneiden und auf Telematik TV zeigen. Sehr geehrte Frau Kliszewski, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Das ist für uns schon sehr schön, dass wir hier heute im Rahmen der Pflege und Homecare Leipzig diesen Telematik Award, den Human Telematik Award, verleihen können. Man muss ganz klar sagen, das Thema Human Telematik, das ist, es ist ja eine neue Diskussion im Gegensatz zu anderen Bereichen. Nehmen Sie den Autosektor, da ist es eigentlich völlig selbstverständlich, dass digitale Helfer Standard sind, dass wir uns auf diese verlassen. Und in der Medizin ist es eher so, dass wir da neue Wege gehen. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Potenzial. Es ist ein wichtiges Potenzial, da wir eine demografische Frage zu beantworten haben. Es gibt viele Dinge in dem Punkt, dass wir eine steigende Zahl an Mitmenschen, Mitbewohnern unseres Landes haben, die älter werden. Wir haben die Herausforderung, dass bestimmte Gebiete dünner besiedelt sein werden. Und da müssen Antworten gefunden werden, um medizinische Leistungen zu erbringen, sicherzustellen. Sehr geehrter Herr Buhl-Wagner, sehr geehrte Frau Kliszewski, Gesundheit, sehr geehrte Damen und Herren, ist ein hohes Gut, eigentlich das höchste Gut, was wir haben. Und es gibt einen italienischen Volksmund, aber in Italien sagt man, Gesundheit ist wie das Salz, man bemerkt es nur, wenn es fehlt. Humantelematik, das macht unser Gesundheitssystem, unsere Gesundheitsversorgung leistungsfähiger. Sicherlich entschärft es auch in gewissem Maße den Personalmangel, den wir ja in den Gesundheitsberufen haben. Und sie trägt natürlich auch zur Kostensenkung bei. Und von daher freut es mich natürlich ganz besonders, dass der Human Telematik Award zum ersten Mal, sag's mal, in Silicon Saxony verliehen wird, weil da kommen die Dinger ja eigentlich her. Ich wünsche natürlich den Preisträgern sehr viel Erfolg in ihrer Arbeit, in ihrer weiteren Arbeit und uns allen eine interessante Diskussion. Vielen Dank. Wo sehen Sie die Vorteile beim Telematikeinsatz für Ärzte? Wo können die dort Vorteile draus ziehen? Und was speziell ist günstig für ein Krankenhaus dabei? Mhm. Das sind natürlich einige Fragen gleich schon mal. Vorab, wir haben iPod, iPhone und iPad. Also die gesamte Apple-Plattform. Ja, Sie können es auch gerne noch mal kurz erläutern, ja, was Sie eigentlich genau tun. Was wir haben, ist eine mobile Patientenakte, die sich andockt an das Krankenhausinformationssystem, was in den Krankenhäusern vorhanden ist. Ja? Das heißt, wir ziehen uns letztendlich aus anderen Systemen die Daten und visualisieren die auf den Endgeräten. Ja? Und das eben auf den dreien. Und der ganz neue Aspekt, der jetzt da gerade in dem Kontext Medizin zustande kommt, ist eben dieser mobil Aspekt, den gab es vorher nicht. Ja? Früher hatten die Patienten oder die Pflegekräfte haben auf Papier dokumentiert. Später gab es dann irgendwann mal den Desktop-Rechner, den auch jeder immer noch hat und nutzt und nutzen muss. Ja? Und auf einmal kommt diese neue Dimension der Mobilgeräte dazu. Ja, es ist interessant, eigentlich das, was Sie sagen, was wir vorhin auch schon diskutiert haben. Und eigentlich das, was der Herr Münier gesagt hat, das trifft auch bei uns so zu, es gibt die organisatorische Ebene und es gibt die technische Ebene. Und auf der technischen Ebene, da muss man alles machen, was es an Möglichkeiten gibt, das ist keine Frage. Und die organisatorische Ebene, das muss man auch ganz klar sagen, das schwächste Glied in diesem Bereich ist immer der Mensch. Also ganz banal, wenn man halt als Passwort
den Geburtstag oder den Namen der Kinder nimmt, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt gerade State of the Art im Bereich vom Datenschutz. Aber man weiß auch aus Studien, dass das halt sehr oft passiert. Und wir können wahrscheinlich jetzt auch die Frage hier in den Raum stellen und fragen, wer hat als Passwort Geburtstag oder Namen? Gut, dann meine allerletzte Frage nochmal an alle vier Herren. Was wünschen Sie sich, was erwarten Sie in allernächster Zukunft von der Telematik, gerade von der Humantelematik für Ihr Produkt oder auch allgemein für den Markt? Ja, also was, wenn jetzt schon Weihnachten wäre und ich mir etwas wünschen dürfte, genau, dann würde ich mir wünschen, dass man die Telematik, obwohl es vielleicht so ein technischer Begriff ist, ein bisschen entspannter sieht und sich dem hingibt und die Produkte einfach mal testet und sieht, was eben der Nutzen ist davon. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Mein Wunsch könnte sein, dass es sich weiter in der Bevölkerung breit macht, dass es diese Systeme gibt. Also dass man da vielleicht in der Öffentlichkeit noch etwas präsenter sein könnte, weil es doch ganz viele Leute gibt, die da nicht wissen, dass man das nutzen kann. Und auch in der Politik gibt es da einfach auch eine ganze Menge Personen, die nicht wissen, dass es digitale Begleiter gibt, mit denen man immense Kosten zum Beispiel im Haushalt einsparen könnte, was Polizeieinsätze und betrifft. Also wenn man da irgendwie durchdringen könnte, das wäre mein Wunsch. Also wir kommen als erstes zur Preisvergabe. Ich gehe davon aus, weil es auf dem Umschlag steht in der Kategorie digitale Begleiter, und ich mache jetzt einfach mal den Umschlag auf. Und der Preis in der Kategorie digitale Begleiter geht an die Deutsche Senior GmbH. Herzlichen Glückwunsch. So, ich darf die nächste Kategorie verkünden. Es geht um die Single-Telematik, Kategorie Single-Telematik, und der Preisträger ist die Lost and Found AG. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt darf ich mal, und das passt super, wieso habe ich diese Kategorie gekriegt? Sporttelematik. Ich öffne mal. Oh, wer lacht da? HMM, Vertriebsgesellschaft MBH. Wir kommen als nächstes, sehr geehrte Damen und Herren, zur Verleihung des Preises in der Kategorie Immobilientelematik. Und der Preis, das freut mich ganz besonders als Leipziger, geht an die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft EG. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf die nächste Kategorie verkünden. Es ist der Bereich Sicherheitstelematik, und der Preisträger ist die Alligate GmbH. Geschwind das Jackett angezogen. Die nächste Kategorie ist Telematik-App. Und da haben wir den Preisträger. Auch eine ganz spannende Lösung, kann ich mich erinnern.
Das ist Exzellenz GmbH mit einer Flug-App. So, wir sind jetzt bei der Android-Telematik. Und der Preis geht an die Areal Control GmbH. Die nächste Kategorie ist die Klinik-Telematik und der Preisträger ist die Klinik All Vertriebs GmbH. Also der erste Sonderpreis betrifft den Bereich Humantelematik und er geht an die Xonion GmbH. Die letzte Kategorie und das geht auch hier auch um einen Sonderpreis, der mir besonders am Herzen liegt. Das ist die beste Innovation. Also wir konnten in der Jury, und das wird mir auch Frau Professor Wilkes bestätigen, wir konnten wirklich nichts Besseres finden und die Leistungsdichte war wirklich so eng, dass wir an und für sich allen Nominierten hier nochmal, also bevor es jetzt wirklich das Feiern losgeht, möchte ich es wirklich nochmal sagen, es ist eine sehr hohe Leistungsdichte gewesen, also alle haben eigentlich gewonnen. Aber beste Innovation, Telemedical Berlin GmbH. Auf die Gewinner. Genau, und auf die Gewinner.